Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL2-Punktspiel zwischen den Dresdner Eislöwen und dem SC Rissersee. Endstand 6:2 vor 2031 Zuschauern hier in der Dresdner Energieverbund Arena. Wie gewohnt bei der Pressekonferenz die beiden Trainer, zum einen Tim Reggen für den SC Rissersee und für die Dresdner Eislöwen natürlich Bill Stewart. Das erste Wort gehört unserem Gast, deshalb Tim, bitte eine kurze Einschätzung zum Spiel von deiner Seite. Guten Abend, Beinand. Ja, zuerst, wir haben gewusst, dass Dresden mit viel Schwung aus der Kabine oder viel Druck machen würde. Der hat es gut geschafft oder gut gemacht bei uns. Wir waren unter Druck gleich am Anfang, aber wir haben immer diesen eine oder die andere Situation, wo wir gut lösen können und Momentum hin und her abgewechselt. Für kurze Zeit haben wir auch ein paar vielleicht gute Szenen gehabt. Schüsse aufs Tor, zweiten Drittel, auch das Momentum auf unserer Seite kurz geholt. Aber Dresden hat einfach immer eine Antwort heute Abend. Sehr Druck, 60 Minuten, hohes Tempo gegangen. Mit unserer kleinen Kader war das natürlich schwierig. Die haben alles gegeben, die Jungs. Und das war einfach, ab und zu musst du einfach sagen, dass der Gegner besser heute war. Der war besser, der hat gut gespielt, 60 Minuten ein Konzept gehabt, taktisch hervorragend und ja, kein Vorwurf an die Jungs und meine Jungs, der hat alles gegeben. In unserer Situation ist natürlich schwierig gegen so eine Mannschaft mit dem Lauf, das Tempo zum Häuten, aber der hat alles gegeben, aber verdiente Sieg in die Höhe von Dresden, congratuliere. Vielen Dank, Tim Reggen, für die Einschätzung. Dann wollen wir natürlich auch wissen, was der Dresdner Trainer sagt. Bill, your statement, please. Ich denke, die Schluss für uns war die drei gegen fünf Spiel, Unterzahlspiel in der zweiten Drittel. Gut gemacht für uns und Momentum. Richardsee ist eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Heute Abend ohne Key Players, Eisinger, Oakley, Fulmer, Richter. They're a lot different when they're a full lineup. Richardsee gespielt sehr hart heute Abend, aber they're a lot better than what they showed when they get their players back. Danke. Ja, also der SC Rissersee ja heute mit einigen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Deshalb sagt der Dresdner Trainer auch, der SC Rissersee bedeutend besser auf jeden Fall, wenn sie mit dem vollen Kader hier hätten anreisen können und wenn sie hätten auf alle Schlüsselspieler auch zurückgreifen können. Gibt es Fragen an Tim Reggen und an Bill Stewart? Dann bitte das Mikrofon nutzen, was wir auf dem Tisch liegen haben. Eine Frage von Enrico Lucke, Dresdner Morgenpost. Eine Frage an Bill Stewart. Wie sieht ihr denn die beiden Solos von Mirko Sacher? Die waren ja schon ein bisschen so zum Zungenschnalzen für uns so von der Tribüne. Shouldn't be in the league. this guy, I've only known him for a year and he deserves a chance in the DEL. He deserves a chance wherever. I mean, he's a quality person, great player, and it's just a pleasure to coach him. Ja, eigentlich nichts für diese Liga, sagt er. Er kennt Mirko Sacher erst seit einem Jahr. Verdient auf jeden Fall eine Chance in der DEL. Ist eine starke Persönlichkeit, ein guter Spieler und es macht sehr viel Freude und sehr viel Spaß, ihn zu trainieren. Weitere Fragen? Eine Frage von der Sächsischen Zeitung. Mein Schmerz. Wir heben das Problem. Frage an Bill Stewart. Können Sie mal nach 26 Spielen von 52 gespielten Spielen sagen, wo die Dresdner Eislöwen jetzt stehen aus Ihrer Sicht? Also nicht nur Tabellenvierter, sondern sind Sie jetzt so weit, auch mal beispielsweise Bietigheim zu schlagen? Bietigheim is good. Richardsee is good.
Frankfurt ist stark, Kassel ist stark. Für uns die Ziel ist jetzt ein bisschen besser, jeden Wochen, jeden Spiel. Und das ist wichtig für uns down the stretch. Jetzt, I don't know, 28 games left. Something like that. So we know there's some real good teams in this league. You can't take anybody lightly. Right now at this point in the season, injuries are a big factor in the results. They don't show up on the score sheet, but we know we have to keep pushing and make sure that we get better as the season goes on. That's our goal. We're not looking at beating Heim or whoever. We're just looking at ourselves, and that's who we should be looking at. How'd you like my German? Very good. Yeah. Ja, also 28 Spiele sind noch zu spielen. Er sagt, es gibt viele gute Teams in der Liga und man darf keine Mannschaft auf die einfache Schulter nehmen, auf die leichte Schulter nehmen. Verletzungen spielen natürlich auch immer eine Rolle, das ist nicht vorhersehbar und das ist ein Faktor, der sich nicht in den Ergebnissen widerspiegelt, aber ja, den man einfach auch mit einkalkulieren muss, man kann das nicht vorhersehen. Und er sagt, die Mannschaft muss dranbleiben, muss weiter pushen, muss weiter Gas geben und es bringt nichts, auf die anderen Teams zu schauen, sondern man muss sich auf die eigene Leistung konzentrieren. Weitere Fragen an Tim Rengen und Bill Stewart? Vorerst keine, dann kommen wir zu den Ergebnissen aus den anderen DEL2-Arenen. Wir haben das Spiel zwischen Frankfurt und Kaufbeuren schon etwas eher begonnen um 16 Uhr. Heute in der Verlängerung gab es einen 3:2-Erfolg für Kaufbeuren. Rosenheim gegen Heilbronn 4:3, da der Endstand. Ja, das Spiel zwischen Kassel und Ravensburg läuft noch im letzten Drittel 3:3, sieht also ganz nach Verlängerung aus. Der EC Bad Nauheim hat zu Hause zu Gast die Füchse aus Weißwasser. Im zweiten Drittel steht es 1:1. Freiburg gegen Krimmetschau, das zweite Drittel läuft, da steht es 2:4. Und dann bleibt noch die Partie zwischen Bayreuth und den Bietigheim Steelers. Zweites Drittel, Spielstand derzeit 1:1. Kurzer Ausblick am Freitag, dem 16. Dezember um 19.30 Uhr die Dresdner Eislöwen zu Gast beim EC Bad Nauheim. Am Sonntag dann das nächste Heimspiel um 17 Uhr empfangen wir hier in der Energieverbundarena die Star Bulls aus Rosenheim. An dieser Stelle möchten wir natürlich auch noch hinweisen auf das morgige Glühwein-Event. Traditionell um 18 Uhr geht es los vor dem NH-Hotel am Dresdner Altmarkt. Spieler sind zugegen, der Trainer wird zugegen sein, Glühwein ausschenken und ja, Überraschung, Big Surprise an dieser Stelle. Und wir freuen uns natürlich, Sie alle da begrüßen zu dürfen. Ansonsten also zum nächsten Heimspiel gegen Rosenheim, unseren Gästen vom SC Rissa sehr einen guten und sicheren Nachhauseweg. Einen schönen Abend, bis bald.